Hallo, hier ist der Joost. Den ultimativen Megatest heute hier. Luco 2.0 vom Nino. Komplett alles dran. Und ich habe mich etwas gefragt. Ja, ich denke mal, von dem Nino seine Messer wissen wir mittlerweile, dass die Dinger, ja, Holz hier, zack, hacken, spalten, schneiden, kein Problem. Aber ich dachte mir, gut, mit so einem Messerchen muss man ja auch noch, vielleicht als Camp Knife, da muss auch ein bisschen was so können. Und ja, quatsch mal nicht lange rum. Gucken wir einfach mal. Zack. Meine Salami, ne? Salami. Ich hoffe, bin ich im Bild? Ja. Ich glaube, ich habe so gewählt, dass ihr relativ gut sehen könnt. Ich schneide mir nur ein Stück jetzt ab. Machen wir mal nicht zu übertrieben. Oh. Tadam. Nee, weil ich finde das nämlich auch relativ wichtig. Ich denke mal nicht, dass es einer anzweifelt, dass man damit sich ein bisschen Feuerholz machen kann. Und von daher fand ich es ganz interessant, weil vor allen Dingen für alle, die mich auf Instagram verfolgt haben, da hatte ich ja so ein Wirsing-Bild mit dem Lupo. Wer das noch nicht ganz so, ja, so drauf geachtet hat, kann sich das Bild ja nochmal angucken. Weil man sieht schon, das ist eine große Klingenlänge. Und wenn man dann den Wirsing sieht, also das war wirklich so ein mega Wirsing, habe ich noch nie gesehen. Und ich finde, das lässt sich sehen. Zack. Ganz ehrlich, an dieser Salami, da habe ich schon öfter Messer gehabt, da das so war. Ja, also das schneidet wirklich sehr gut. Wir haben hier eine extreme Klingendicke. Das Stück lasse ich nochmal gleich kurz über. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, jetzt haben wir. Wir fangen erstmal hiermit an. Möhrchen. Abgewaschen. Zack. Einmal die Enden abmachen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist ein Glastisch. Ich habe hier keinen Bock mehr mit dem Ding hier. Ja. Was machen wir? Machen wir uns so. So. Ich hoffe, ihr seht das. So. Ich bin jetzt nicht so der Experte in Sachen Küche. Das sage ich sofort mit. Also wenn jetzt einer sagt, so schneidet man keine Möhren. Ja, ich jetzt ja. Zack, die kann man klein schneiden. Also ich finde, ein ganz schön guter Allrounder. Weil, sind wir mal ehrlich, ich denke mal, wer sich so ein Messer kauft, wird jetzt nicht den ganzen Tag Holz hacken. Weil ich denke mal, wenn er das wüsste, dann würde er sich eine Axt holen. Also wird so ein Messer auch andere Sachen machen. Ja, um mit dem Wirsing nochmal zurückzukommen. Da war ein so ein Stumpen in der Mitte. Also nicht in der Mitte, ganz hinten. Das musste wohl ab, keine Ahnung. Und ja, es gab da so ein paar Probleme mit den anderen Messern. Dann habe ich auf doof das hier meinem Frauchen gegeben. Ja. Und dann, ich denke mal, man sieht es auf Instagram, hat es funktioniert. Zack, hier, ne? So, Tomate. Zack, die ist. Ich weiß nicht, sieht man es? Ich muss mal gucken, wo die. So eine kleine Beule drin.
Ist jetzt nicht mehr die allerfrischeste, aber auch nicht die allerälteste. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was jetzt passiert. Gucken wir einfach mal. Was machen wir? Schneiden wir eine Scheibe ab. Weißt du was? Ich mach das mal so und ziehe einfach nur die Klicke durch. War das drauf? Nochmal, ich setze an. Ich setze drauf. Aber heftig. Gut. So toll will keiner schneiden. Ich will nur zeigen, dass es geht. Zack. Rupp. Also, ist auch dafür geeignet. So, und wer jetzt sagt, weil das ist nämlich das Geilste am ganzen Ding, wer jetzt sagt, ja, das war mir nicht fein genug, da habe ich extra den Nino gefragt, weil mir kam es ein bisschen komisch vor, dass hier jetzt so ein Messer drin war. Ne? Da habe ich gefragt, sag mal, Nino, was ist hier mit dem Red One? Ja, das ist dabei. Das ist bei diesem Komplettpaket dabei. Das bedeutet, zack, ob es jetzt immer ein D2-Modell ist, weiß ich nicht. So viel wollte ich ihn jetzt nicht ausfragen, weil ich brauche nur kurze Infos, den Rest mache ich mir selber. Und wer das da ein bisschen feiner und schicker haben möchte und ganz dünn schneiden möchte, so mega dünn, so dünn, weil ich noch nicht mal schneiden kann, der nimmt dann das Red One, zack, und das finde ich eine richtig geile Kombi. Ich gebe euch jetzt mal was, also ich sage euch jetzt mal was. Das war so ein Test. Was habe ich mit dem Messer gemacht bis jetzt? Ich habe ein bisschen Pappe klein gemacht. Ich habe so ein paar kleine Holzstückchen. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, wie das so funktioniert. Aber das hier haben wir jetzt, ja, ich hätte jetzt fast gesagt live gemacht. Aber das haben wir live gemacht. Das ist kein Witz. Zack. Das Ding, ich werde mir jetzt gleich den Tisch kaputt machen. Warum höre ich jetzt auf? Ich bin jetzt selber, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, dass es so gut ging. Aber ich denke mal, jeder, der sich damit auskennt, kann sich selbst, konnte sich jetzt selbst ein Bild davon machen. Also ist ein heftiges Teil. Wirklich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist schon krass. Ist schon krass. Und mit der Tomate. Oh, das ist so schön. Hier, ihr seht, das ist so richtig flabbelig. Heftig. Gut, machen wir es gar nicht so lang. Die Salami wandert in meinen grünen Topf da oben. Ich glaube, der ist im Bild. Ja, für morgen früh. Das ist schon mal gut. Und das hier werde ich gleich irgendwie mal eben essen. Ja, ein bisschen hier, zack, ein bisschen Möhrchen. Tomate. Perfekt. Gut, das war's. Kurzes Video. Einfach mal gucken. Oder ich wollte euch mal zeigen, wie das Ding so schnibbelt im Einsatz. Perfektionistisch. Nino, zangig. Gut. Ich muss jetzt aufstehen. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.